Unsere Veranstaltung wird am Samstag, den 18. Februar um 14 Uhr direkt vor dem Langener Bahnhof. Wir freuen uns, wenn auch nicht nur Langener, sondern auch aus den verschiedenen Kreisen dabei zu sein, damit sie mitsingen können. Langen bleibt bunt. Die erwähnte Veranstaltung in Langen ist am kommenden Sonntag. Mehmet Cambolat wird daran nicht teilnehmen können. Er ist überraschend im Alter von 66 Jahren verstorben. Der Vorsitzende des Kreisausländerbeirats Hüsamettin Ergilmaz mit einem Nachruf. Sehr geehrte Damen und Herren, mit großer Betroffenheit und Fassungslosigkeit haben wir am 11. Februar 2024 die Nachricht vom plötzlichen Tod von Mehmet Cambolat vernommen. Der Kreisausländerbeirat Offenbach, die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen und die 13 kommunalen Ausländerbeiräte im Kreis Offenbach trauern um den Vorsitzenden des Ausländerbeirates Langen und den sehr hochgeschätzten Journalisten Mehmet Cambolat. Mehmet Cambolat war nicht nur ein langjähriger Freund, Wegbegleiter und Mitstreiter der Ausländerbeiräte und der Migranten-Selbstorganisationen, sondern vor allem auch ein überzeugter Verfechter von Demokratie, Freiheit und ein wichtiger Sprachrohr für die türkische Community in unserer Region. Er leistete in seinem langjährigen sozialen, kulturellen und politischen Engagement einen großen Beitrag für den Austausch und das gesellschaftliche Zusammenleben aller Menschen in unserer Region und begegnete seinen Gesprächspartnern stets mit Respekt und Einfühlsamkeit. Wir blicken auf eine über 30-jährige Zusammenarbeit sowie persönlichen Dialog zurück. Cambolat war ein verlässlicher Partner und wichtiger Brückenbauer zwischen den Ausländerbeiräten sowie Migranten-Selbstorganisationen und den Medien, vor allem in Fragen der Integrationspolitik und der Demokratieförderung. Er bereicherte auch seit über 30 Jahren mit seiner hessenweiten Informationszeitung Toplum, regional hessisch, aber türkisch, unter dem Motto Integration durch Information, die Medienlandschaft in Hessen. Es sind gerade Persönlichkeiten sowie Leuchttürme wie Herr Cambolat, die uns motivieren, den eingeschlagenen Weg zum Wohle der Gesellschaft mit Enthusiasmus und Durchhaltevermögen fortzuführen. Sein persönliches großes Anliegen und Leidenschaft lag in der Demokratieförderung und Erziehung, und er war ein Garant für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, vor allem in seiner Heimatkommune Langen. Der Kreis Offenbach hat Mehmet Cambolat in 2016 für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement den Deutschen Bürgerpreis für sein Lebenswerk zugesprochen. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie. Wir werden Mehmet Cambolat immer in guter Erinnerung behalten und für seine großen Verdienste unendlich dankbar sein. Sein unverkennbarer Humor, seine Offenheit und seine Hilfsbereitschaft werden für uns unvergessen bleiben. OFTV überträgt die Trauerfeier für Mehmet Cambolat am Dienstag aus der neuen Stadthalle in Langen.